Es geht einfach darum, wenn ich 1 Meter oder 2 Meter nicht richtig stehe vom Abstand, wenn ich nicht richtig stehe, kommt der Gegner ins Pressing. Und wenn ich 2 Meter anders stehe, geht er auch ins Pressing, aber er kommt nicht ins Pressing und ich kann den Spielball weiterspielen. Es ist einfach so. Es geht Abstände, wo stehe ich auf dem Platz, wie beherrsche ich den Raum um mich herum. Ich kann es dann ins Detail gehen, das ist ein langer Prozess, aber das muss man lernen als Spieler, weil wenn man das kann und wenn man sich da verbessert, dann hat man viel weniger Stress, wenn man den Raum beherrscht. Und dann kann ich das Spiel ganz anders fortsetzen. Deshalb sage ich immer zu den Spielern, schaut einfach, auch wenn es manchmal langweilig ist, schaut nur im Iniesta zu. 90 Minuten. Schaut den Raum um den Iniesta und schaut ihm zu. Schaut Xavi an. Die sind so groß, 1,70 Meter vom Körper. Das sind kleine Männer, jetzt im Verhältnis, wie groß die Männer heute sind. Kleine Männer und beherrschen alles. Der ganze Raum, warum? Sie schauen in Ruhe nach links, sie schauen in Ruhe nach rechts, sie haben keinen Stress. Sie haben die erste Ballannahme, geht dahin, wo sie den nächsten Ball fortsetzen wollen, mit dem Timing, das haben die 100.000-fach geübt. Deshalb predige mir die ganze Zeit auf dem Trainingsplatz das, wo die Spieler wahrscheinlich mal danken, wenn sie irgendwo herkommen. Was will denn der die ganze Zeit von mir? Das wollen wir von ihnen. Genau das. Dass sie auf den Platz gehen, keinen Stress haben und ein Spiel in Ruhe fortsetzen können, das wollen wir. Also, wahnsinnig viel Arbeit, Akribie, Basis-Dinge. Aber ganz, ganz sensibel, Basis-Dinge üben. Das ist bei einem Künstler genauso. Das ist Picasso hat gesagt, er ist 90% Handwerker und 10% ist das andere, was dazukommt. Ich weiß, was er damit sagt. Wenn ein Fußballer wie Zidane einen Ball annimmt in der Luft und Sie haben das Gefühl, er geht hoch, er nimmt die mit der Innenseite an und er kommt runter, und als ob er mit einer Leichtigkeit so abspringt und den Ball annimmt. Das sieht deshalb so leicht aus, weil er es unzählige Male genau so gemacht hat. Wenn ein Musiker, ein außergewöhnlicher Musiker ist, ein großer Musiker, ein Pianist, ein Geiger, je leichter es aussieht, desto mehr hat er geübt. Der ist nicht auf die Welt gekommen, weil er das konnte. Das gibt es nicht. Die Beste haben am meisten gemacht. Ein bisschen Talent brauchst du, aber das ist ein paar Prozent. Und genauso ist es bei uns. Über das, was ich jetzt gerade spreche, also das sind ja auch Dinge, wie soll ich sagen, es geht ja nicht, dass ich sage, steh auf den Platz und schau jetzt mal. Verstehen? Ja. Ich kann ja zum Beispiel irgendwo im Raum stehen und ich kann so machen, den Raum beherrschen, die ganze Zeit. Wenn du nichts sagst, macht wahrscheinlich derjenige dann, also wenn du sagst, mach das jetzt, schau immer, dann macht er die ganze Zeit so. Wenn der Ball kommt, er kann den Ball nicht mehr stoppen. Er ist völlig diffus, weil er die ganze Zeit so gemacht hat. Es geht, das meine ich, Balance. Es geht um ganz, es sind ganz sensible Prozesse, aber immer wieder wiederhole. Und ihnen immer wieder das zeige. Schau mal, da stehen 3, da stehen 2, da stehen 4. Deshalb ist Fußball so komplex. Es ist, wer schon mal Fußball gespielt hat, auf dem Platz steht, ein extrem komplexes Spiel. Sogar noch mit Körper, mit dass du angekrempelt werden darfst und so. Und da sind so viele Spieler drumherum. So, und das müssen wir immer wieder üben. Und deshalb ist ja der Grund, dass wir immer wieder Video machen. Ich mache doch nicht Video, weil ich Bock habe, Video zu machen. Also ich habe schon genug gemacht. Ich brauche es nicht mehr.